Ich glaube, dass ich etwas klarstellen muss und euch die Wahrheit sage. Ich bin nicht Dr. Drosten. Ich traue mich das kaum zu sagen. Diese Corona-Geschichte, das war einfach nur, Cheng Pao, ein chinesischer Freund von mir. Wir hatten eigentlich nur so einen dummen Witz beim Karneval gemacht und dann habt ihr das, ihr habt das plötzlich alle geglaubt. Und dann gab's kein Zurück mehr. Wir wollten das eigentlich auflösen, aber jetzt hat die ganze Welt das. Naja. Ich heiße übrigens Klaus, aber ihr könnt mich Klausi nennen. Also, falls ihr das noch wollt, kann auch gut sein, dass ihr das doof fandet. Er erzählte uns, dass er die Schule abbrach, um eine Schauspielschule zu besuchen. Also, ich hatte im Grunde die perfekte Tarnung. Also, ich habe mir einen Arztkittel angezogen, ganz einfach. Dann ein paar schwierige Wörter. Sowas wie Molarität, Remdesivir, Chloroquin. Es geht halt um den Klang. Es muss gut klingen, das ist die allerwichtigste Sache dabei.